Hallo liebe Camper, hier ein wieder mal kleines Abendvideo. Ich sage immer kleines Video, ich weiß noch nicht, wie lang das wird. Also, ich schaue mal, dass ich es nicht mehr ganz so lang mache wie das letzte kleine Abendvideo. Ähm, hier haben wir einen wunderschönen Kastenwagen. Was bekommt er von uns? Ähm, das war das, was ich ja schon angesprochen habe. Hier verbauen wir ein Luftfahrwerk, unter anderem. Und natürlich auch noch vieles mehr. Und da wollte ich euch jetzt einmal ein bisschen näher einblicken lassen. Also wir haben jetzt hier auf alle Fälle schon mal den Kompressor vom Luftfahrwerk verbaut. Den sehen wir hier unten äh, unter dem Sitz. Da haben wir den sauber eingedoktert. Ich sage jetzt mal eingedoktert, weil das war ziemlich eng. Hier kommt er her, unterm Sitz. Aber jetzt haben wir natürlich die Schwierigkeit gehabt, dass da schon mal ein Riesenwechselrichter sitzt. Ähm, nur mal so vom, vom Aufwand her auch kurz erklärt. Jetzt muss man das Ganze hier natürlich einmal komplett ändern und äh, dementsprechend den Wechselrichter leicht versetzen, damit wir hier den Kompressor noch reinkriegen für das Luftfahrwerk. Und unter anderem wird dann auch noch ähm, für diesen Wechselrichter ein Display verbaut. Das gehört da dazu. Also der, der war schon von, von Haus auf verbaut, der Wechselrichter. Der ist nicht von uns aber wir machen das halt noch gar komplett und äh, darum haben wir das jetzt alles ein bisschen aufwendig verrutschen müssen und eben da sitzt jetzt der Kompressor vom äh, Luftfahrwerk entsprechend. Und dann bekommt das Auto natürlich noch eine was heißt natürlich, aber eine Liontron lithium batterie die kommt hier unterm Sitz rein, da werden wir uns morgen gleich drüber machen und wenn das alles umrüsten, das wird dann hier passieren und ähm, zum nächsten, jetzt schauen wir mal kurz auf die andere Seite, weil dann zeige ich euch mal, wie man die ganzen äh, Armaturen für das Luftfahrwerk Fahrwerk da dementsprechend äh, verbaut. Weil Nur dass ihr mal einen Eindruck kriegt, also man muss hier wirklich den ganzen Einstieg alles aufmachen, weil man muss natürlich die ganzen Schläuche hier dementsprechend anständig und sauber verlegen. Die Armaturen sind ja hier verbaut. Ähm, da haben wir die Manometer und die zwei Taster entsprechend. Und das Ganze sitzt hier dann drin, haben wir sauber eingepasst, wie sich das gehört. Und dann kommen wir mit den Schläuchen alle hier unten raus. Und der blaue Schlauch, der muss dann hier durch unterm Sitz, weil der kommt an den Kompressor ran. Und dann haben wir hier noch einen schwarzen und einen grünen, weil wir haben hier eine Zweikanalsteuerung. Und die müssen dann unter das Fahrzeug jeweils zu den zu den Luftbalken hin. Und da müssen wir eben hier alles aufmachen, weil wir die Schläuche eben sauber hier durchführen müssen und eben dann nach unten. Also es ist schon ein ganz schöner Aufwand. Dann muss natürlich hier der Strom noch angedockt werden für den Kompressor dementsprechend. Auch das müssen wir anständig verbauen und anschließen, damit es dann an der Statterbatterie hängt und auch alles wunderbar und sauber funktioniert. Da kommen natürlich auch entsprechende Sicherungen drin. Und unser Anspruch ist natürlich, dass das alles so ist, wie als ob es von der Serie aus so gewünscht war. Und darum ist es natürlich schon ein echter Aufwand. Wie schaut das Ganze dann hinten am Rad aus? Ganz einfach. Ähm, hier haben wir schon den Begrenzer hier rausgemacht. Das Ding kommt raus. Und an die Stelle kommt natürlich jetzt hier dieser 8 Zoll Balge. Wir haben einen 8 Zoll Quell, also beziehungsweise der Kunde. Und der kommt dann hier rein, ist natürlich schon ein richtiger Brummer. Und der sorgt dann natürlich für richtig tolles Fahrkomfort. Hier haben wir den Schlauch, der dann nach vorne gelegt wird. Und dann anständig angeschlossen und dann sitzt das Ganze. Und das wird natürlich alles hier unten, da sieht man das dann, da ist ja der Balk schon draußen, wird es dann dementsprechend alles montiert. Da heben wir dann das Fahrzeug an, hier steht schon der Wagenheber bereit, ups, jetzt bin ich hängenblieben. Ja, und dann geht es los. Also ich schätze, morgen Vormittag sind die Federn drin, links und rechts, kommt jeweils hinten so ein Balk rein. Was wir dann natürlich noch zusätzlich machen müssen, ist die vordere Federung steil, also... Versteifen oder ver versteigen, das ist dann das Teil hier. Der Stoßdämpfer bleibt natürlich vorne drin, aber die Feder entsprechend muss härter werden, weil sonst passt das Thema ja vorne und hinten nicht mehr zusammen. Und da haben wir dann die Problematik, wenn das nicht richtig zusammenpasst, dann kriegen wir natürlich auch eine anständige TÜV-Abnahme. Und somit machen wir vorne auch noch entsprechend eine Feder rein und dann sind wir da fit und dann ist das Fahrwerk schon wieder komplett. Das Fahrwerk ist von der Firma v &B. VB. Ist ein tolles Ding, gibt es natürlich auch von Goldschmidt oder von den verschiedensten Herstellern. Jeder hat so sein Favorit. Die Art und Weise ist eigentlich plus minus immer gleich. Da tut man sich nicht weh. Das ist eigentlich alles plus minus. Ich will jetzt nicht sagen dasselbe, aber qualitativ marginale Unterschiede. Vom Display, von der Bedienung her ein bisschen, von der Lautstärke, vom Kompressor. Aber ich werde es euch nochmal vorführen, wenn er dann dementsprechend fertig verbaut ist. Und dann werde ich euch das nochmal zeigen. Jo, was machen wir dann hier noch bei dem Fahrzeug? Äh, ganz einfach. Hier machen wir dann nochmal zusätzlich Arbeitsscheinwerfer rein. Die haben wir hier. Das sind die Kalle hier von Osram weil die echt toll sind, die machen richtig geiles Licht nach hinten und da haben wir auch schon alles vorbereitet. Auch hier natürlich, man muss mit den Kabeln, ihr seht, hier oben haben wir die reingemacht, einmal hier und einmal hier haben wir schon die Vorbereitungen getroffen, schön sauber ausgemittelt und was natürlich ganz, ganz wichtig ist und da muss man wirklich akribisch, genau und sauber arbeiten. Und äh, ich bin froh, dass ich da einen ganz tollen Kfz-Meister habe. Und da scheuen wir uns auch kein Geld. Kfz-Meister ist in dem Fall echt wichtig, der sich ja im Karosseriebau entsprechend auskennt. Äh, unter anderem haben wir jetzt auch noch jemand, der schon mal im Karosseriebau tätig war. Und da ist es ganz wichtig, damit wenn man ins Blech Löcher bohrt in irgendeiner Form, sei es unten, sei es oben, unter Boden, wie auch immer, damit es wieder anständig, sauber, ordentlich versiegelt wird. Das sind alles die größten Schwachstellen, wenn man da nicht anständig und sauber und gewissenhaft arbeitet und euch rostet die Karre unterm weg. Also da muss man wirklich sauber, ordentlich arbeiten. Ich meine, wir geben hier unsere Gewährleistung dafür, damit es sauber und ordentlich ist, da stehen wir mit unserem Namen und unserem schon erarbeiteten Ruf, hoffe ich, damit es wirklich passt. Das sind wir sehr akribisch und da möchte ich auch wirklich nie einen Rückläufer haben, weil da schaue ich meine Leute ganz gewaltig auf die Finger, dass das wirklich alles passt. Das muss auch hundertprozentig passen. Und ihr seht aber auch schon vom Aufwand her, wieder, wir müssen hier die ganzen Schränke zerlegen, die ganze Rückwand hier musste weg. Weil man muss natürlich da reinkommen, man muss die äh, richtig befestigen können. Es ist nicht nur einfach mal schnell mit einer Blechschlaube da was reingemacht, weil dann ist weder was anständig versiegelt noch anständig angeschlossen, sondern da müssen die Kabel richtig gelegt werden, da müssen richtige Schutzrohre Schutz, äh, dann rum um die Kabel und die müssen wir dann hier oben entlang legen. Und äh, dann müssen die ganz nach vorn ins Fahrzeug, weil die müssen ja extra schaltbar sein. Also die müssen ja einmal von vom Armaturbrett schaltbar sein. Und das ist alles, muss sauber akribisch gemacht werden, damit es wirklich funktioniert. Ich meine, nur dazu sprechen wir hier von einem nahezu Neufahrzeug. Und ich muss auch sagen, da sind wir echt stolz drauf. Ich meine, mittlerweile sind 80 Prozent, ja, kann ich schon fast sagen, Alle Fahrzeuge, die wir hier auf dem Hof haben und kriegen, immer wieder Neufahrzeuge. Und umso akribischer, genauer muss man natürlich vorgehen, auch bei natürlich den schon. Etwas älteren Fahrzeugen, aber dennoch beim Neufahrzeug ist mal halt doch immer. Hm, ihr wisst genau, die erste Macke tut unheimlich weh und die wollen alles, die wollen bloß nicht wir reinmachen. Also das geht gar nicht. Und darum muss man da wirklich aufpassen, was man tut, wie man es tut und damit es alles sauber und ordentlich funktioniert. Ähm, die darf man natürlich auch nicht mit dem Rückwärtsgang schalten, weil das gesetzlich verboten ist. Somit müssen wir die schaltbar machen. Das sagt die für Straßenverkehrsordnung und dementsprechend halten wir uns natürlich auch dran. Und ja, so wird das alles verbaut und da gehen wir morgen wieder richtig Vollgas. Und dann kriegt er hier noch in, dem, in der Heckgarage, äh, was auch wahnsinnig Sinn macht, gerade beim Van, hier auf der Hälfte, sodass die Tür hier vom Gasfach nur aufgeht natürlich, auf die Hälfte eine... Äh, ein Vollauszug rein, ein Schwerlast-Vollauszug mit den Euroboxen in genau der Höhe, dass es unter das Bett passt, damit man dementsprechend in vier Euroboxen anständig sauber richtig rausziehen kann und äh, dann seine Sachen hier verbauen kann. Auch da werde ich euch teilhaben lassen. Das zeige ich euch. Da äh, macht man natürlich dann einen zweiten Teil draus aus dem Auto oder vielleicht sogar drei, weil das äh, werden wir euch auf alle Fälle noch zeigen. Ja, und dann fahren wir mit dem Auto zum TÜV und lassen das Ganze abnehmen. Auch das machen wir. Dann kriegt er natürlich noch geschickte Reifen, weil den rüsten wir um auf 18-Zoll-Reifen. Das zeige ich euch auch, die haben wir auch schon da. Aber die machen wir erst drauf, wenn das Fahrwerk drin ist, damit er da dementsprechend dann auch die richtigen Reifenkleider zuseht. Und dann verbauen wir noch hier unterm Sitz. Ähm, jetzt rutschen wir da mal ein wenig auf die Seite. Die Lion Jetzt haben wir zweimal AGM drin. Und ihr seht hier schon, äh, wie der Solarregler hier drin hängt und die Kabel da drin liegen. Äh, das machen wir dann alles schick und ordentlich, damit es sauber ausschaut. Und ähm, ja, da geben wir uns auch noch mal Mühe. Also was heißt, wir geben uns immer Mühe, aber da muss das anders ständig verbaut werden. Ich meine, zumindest, das lobe ich schon mal. Ne? Wenn man hier guckt, sind zumindest Schutzrohre rum. Das ist schon mal wirklich schön. Gerade an den Kanten, wo da die Kabel durchgehen, dass die Kabel geschützt waren und nicht durchgescheuert werden, finde ich schon mal top. Das ist schon mal ganz wichtig. Und ja, so haben wir hier wieder unsere Tätigkeit. Und heute haben wir dann nochmal eine kleine Reparatur zwischendrin da gehabt. Da ist eine Wasserpumpe ausgefallen, die haben wir ersetzt. Und ja, so nimmt der Lauf, so nimmt der Tag seinen Lauf. Das ist einmal, mal, falls euch aufgefallen ist, ein Fahrzeug, das wollte der Kunde absichtlich so, finde ich auch schön, äh, komplett ohne Beschriftung. Also schaut da richtig, richtig cool aus. Äh, so die Farbe und wenn er dann nur die, die schönen Felgen dazu hat, also bin ich gespannt, was er sagt, äh, den zeige ich euch dann nochmal, wenn er fertig ist. Jo, dann schauen wir zu dem Kastenwagen, den habe ich euch ja auch schon gestern vorgestellt, dass wir heute auch eine ganze Ecke weiterkommen, aber auch hier natürlich wieder ein Riesenaufwand für ein paar Kleinigkeiten, was der Kunde hier haben will. Äh, Mike Schwind, ihr kennt ja das, ne? Mike Schwind eine Steckdose daher, Mike Schwind äh, eine 230 Volt Steckdose und eine 12 Volt Steckdose. Ähm, das ist natürlich alles immer äh, mit riesen Kabeleien verbunden. Und wir müssen natürlich das Kabel von ganz vorne daher holen, weil hier hinten haben wir nirgends äh, dementsprechend Kabel. Äh, das ist auch wieder äh, so eine Sache. Dann haben wir das Fahrzeug ja, habe ich euch ja gesagt, umgebaut auf äh, von Tauchpumpe auf Druckpumpe. Und da haben wir dann dementsprechend Ops, jetzt muss ich das mal hier wegräumen, dann zeige ich euch das. Da sind meine Jungs nämlich noch dran. Also, hier war ja die Tauchpumpe verbaut. Das seht ihr hier. Da war das Kabel drin von der Tauchpumpe. Da haben wir jetzt hier die Anschlüsse noch. Und die haben wir natürlich rausgemacht und haben jetzt entsprechend die Druckpumpe angeschlossen. Und wo haben wir die verbaut? Die haben wir darüber verbaut. Und wenn ihr euch jetzt hinschaut, hier, haben wir, hier war kein Fach drin. Also, das haben wir komplett neu eingeschnitten, das Fach. Äh, da sind wir Gott sei Dank in der Lage, auch schreinerische Tätigkeiten gut machen zu können, damit es sauber und ordentlich ausschaut, mit einem schönen Eingriffsloch, damit wir hier rein können. Und hier haben wir jetzt dann unsere Druckpumpe verbaut ähm, mit einem Ein- und Ausschalter damit hier auch gewährleistet ist, damit wir die natürlich abschalten können separat und haben die hier entsprechend angeschlossen und verbaut. Eine tolle Sache. Ähm, natürlich Gummi gelagert, damit auch keine Vibrationen auftreten. Der Kunde kann da jederzeit ran, falls mal was ist, kann man auch jederzeit eine Wartungsarbeit durchführen. Alles geschickt, alles ordentlich verbaut. Ähm, ja, tolle Sache und somit hat der Kunde hier eine Druckwasseranlage statt eine Tauchpumpe. Dann haben wir hier oben einen Maxvan schon eingesetzt, den sehen wir hier. In dem Fall haben wir hier die ganze Verkleidung aufmachen müssen, weil wir den natürlich an 12 Volt anschließen müssen. Und da haben wir dann hier die ganze Kabelleiter hinten. Da müssen wir dann richtig rausmessen, was für Kabel das wir haben und müssen den natürlich noch durch die Decke nach drüben führen aber mir wären nicht Mega Caravan wenn wir da nicht auch noch einen Weg finden würden also auch das ups wir hinkriegen und dann haben wir das im Prinzip auch schon so weit ähm dann haben wir den Wechselrichter verbaut der ist schon drin das haben wir schon wieder alles zugemacht der ist ja hier unten verbaut das ist schon wieder alles fixiert und fest und das Display haben wir auch schon verbaut. Das zeige ich euch kurz. Wupp, das haben wir hier noch mit reingemacht. Ähm, weil da haben wir ja das Display schon drin und jetzt haben wir den da noch reingemacht. Dann kann man den einschalten und schwuppdiwupp haben wir überall Strom, piep und schon läuft alles. Und wieder ausmachen. Dann haben wir hier noch den anständigen Wechselrichter. Und das haben wir schon alles fertig. Wie gesagt, jetzt kommt nur der max morgen. Und noch äh, die Blende oben fertig machen, die Verkleidung vom Maxven und den äh, Verdunkelungsrelo und die Kabel nur anschließen. Und ja, dann fehlt nur noch eins. Dann machen wir hier nämlich in der Heckgarage. Das ist auch wieder so, so ein Problem, weil, wenn hier natürlich das Bett drüber ist und man räumt aus, kommt am Campingplatz, sieht man nichts. Machen wir hier noch ähm, eine Leuchte her. Da kommt hier nochmal der Schalter ran. Und dann machen wir hier nochmal Leuchtet drüber, damit es dementsprechend auch anständig ausgeleuchtet ist. Und dann kann man, wenn man hier irgendwo ankommt, auch sauber arbeiten und kann das Thema sauber aufbauen und sieht, was in seiner Garage ist. Und dann ist die Sache auch hier schon wieder vergessen. Ja, so schaut es aus. So sind wir durch. Und äh, jetzt möchte ich mal ganz kurz ähm, erklären, das habe ich gestern vielleicht ein bisschen Kurz gemacht am Anfang des Videos, aber ich werde da die nächsten Tage auch immer wieder drauf eingehen. Warum werde ich immer wieder drauf eingehen? Weil ich es wirklich für ein riesen, riesen Thema halte. Das ist dieses, äh, dieser Filter von, der, von Truma, von der Firma AirTune, wo ähm, der Camper Tobi auch schon angeteasert hat auf seinem Kanal. Und ähm, erklärt hat auch sehr gut. Ähm, natürlich, ähm, er war ja maßgeblich auch an der Entwicklung mit beteiligt. Also beteiligt oder keine Ahnung, hat da Tipps gegeben, wie auch immer. Jedenfalls äh, muss ich sagen, ist das ein riesen, riesen Thema. Weil wenn wir jetzt hier reingucken, da ist nichts. Und wir wissen ja alle, dass in der ganzen Umgebung hier ähm, unheimlich viel Staub. Also das sieht man ja ganz egal, wo man hinguckt, wenn man jetzt jetzt ist das ein neues Fahrzeug hier einmal drüber wischen ihr seht sofort ist der Finger staubig und dieser ganze Staub wo überall liegt der kommt natürlich in Bewegung wenn die Truma läuft ähm, jetzt denken viele von euch ja auch nur wenn man heizt jein nicht nur wenn man heizt viele nutzen die Truma auch im Sommer kann man ja auch bei der Truma über das CBE, über die Steuerung nur den Ventilator einschalten. Das heißt, dass einfach ein bisschen Luftzug geht. Auch hier wirbelt man natürlich jeden niedergelassenen Staub auf dem Boden, gerade auf dem Boden, weil ihr seht, wo der Auslass ja montiert ist. Und gerade über dem Boden, der ganze Staub zieht es in die Luft. Dadurch kommt er natürlich wieder in die Ansaugung der Truma bläst einmal quer durch die Druma durch, durch den Filter und kommt hier wieder raus. Und genau jetzt kommt der Punkt, wo dieser Filter, den wir hier einsetzen von der Firma Airtune, das verhindern soll, dass der Staub nicht mehr rauskommt, nämlich sich in den Filter verfängt und dementsprechend die Luft dadurch reinigt und nicht immer wieder der Staub frisch durch die Druma durchgeblasen wird und durch den ganzen Raum geschleudert wird. Das sind Mikropartikel, äh, nennt sich Feinstaub in allerfeinster Güte. Und äh, wenn ihr eure Wohnmobile mal anguckt und gerade so in die Ecken, unter Schubkästen, in die Ritzen rein, was da dann wirklich, wo man mit Staubsauger und Konsorten ja nicht mehr hinkommt, was da an Staub liegt, ist immens. Und äh, ich habe das selber bei meinem Fahrzeug gesehen, wenn man da mal teilweise, ähm, das ist mein persönliches Fahrzeug, wo ich fahre, ist schon zwölf Jahre alt. Und wenn man da mal, äh, mal eine Blende wegmacht, weil ich wieder was verbau oder was ausprobiere, dann sieht man ganz deutlich, äh, was da Staub liegt. Es ist Wahnsinn. Gerade in dem Fach, wo auch die Truma selbst liegt und verbaut ist. Brutalst. Also echt übel. Und diesen Staub schleudern wir natürlich bei den Betrieb der Truma jedes Mal wieder aufs Neue einmal durch komplette Wohnmobil und diese Filter und es ist wirklich messbar. Diese Filter holen diesen ganzen Staub aus dieser Wohnmobilatmosphäre raus und reinigen somit die Luft ganz ganz extrem. Im Winter beim Heizen, im Sommer beim Umwälzen der Luft und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Äh, damit einfach die Luft wesentlich klarer wird vom Atmen her. Ähm, ich zum Beispiel persönlich kämpfe sehr oft, gerade nachts, äh, mit verstopfter Nase. Das sind wir ja alle, oder ich kenne zumindest sehr viele, die, die das Problem haben mit der verstopften Nase, wenn die Luft zu so trocken wird, gerade in der Winterzeit, wenn man heizt und so weiter. Ähm, ich habe das selber einmal äh, ausprobieren dürfen, testweise, und äh, ich habe das in meinem Wohnmobil ausprobiert. Ihr wisst alle, dass ich momentan natürlich bei Firmengründung oft viel arbeiten muss und hier äh, einmal abends bin und am Wochenende einmal nachts hier Schlaf vor der Halle in meinem Fahrzeug. Und da habe ich das echt mal ausprobiert und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also diese Luft da drin ist um ein tausendfaches besser. Einfach leichter zu atmen. Die Nase verstopft bei Weitem immer so. Daran spürt man schon, dass die ganzen feinen Staubpartikel nicht mehr drin sind. Und äh, das so was Leichtes wie mit so einem Filter da einzusetzen, zu schaffen und eine viel ruhigere Nacht auch haben, wo man schlafen kann, ist Wahnsinn. Also, das ist, hat mich so begeistert, ähm, dass ich mich natürlich gleich angeschlossen habe an der ganzen Geschichte, weil ich da mit meinem äh, ja, mit allem, was ich habe, zu 100 Prozent dahinterstehe. Und äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wir werden die auch bei uns äh, in Online-Shop aufnehmen. Äh, ich denke, ich habe heute mit AirTune auch telefoniert. Er hat schon die ersten Sachen auf den Weg gebracht. Also ich hoffe, die werden Anfang nächster Woche auch bei uns hier im Laden stehen. Und dann, so wie ich die hier habe, werde ich die auch sofort frei in unserem Online-Shop schalten. Vorher leider noch nicht, weil macht keinen Sinn, damit ihr die schon bestellt, wenn ihr es noch gar nicht da habt, dann kann ich es euch ja nicht schicken. Aber so wie ich die da hab, gehen die raus und werden verschickt. Und äh, könnt ihr gern bestellen, telefonisch, Online-Shop, wie ihr wollt. Äh, oder bei Airtune auf der Seite direkt, auch das geht. Also bloß, ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, tut's, bestellt die Dinger. Ihr tut euch nur was Gutes für ein schmales Geld äh, habt ihr aber eine wesentlich sauberere Luft. Und es ist relativ simpel gemacht. Ihr dreht einfach diesen Auslass hier einmal raus, die sind ja alle reingedreht. Einmal rausdrehen, äh, den Filter reinstecken und den Auslass wieder reindrehen und das war's schon. Mehr muss man gar nicht machen. Es ist für das ganze Wohnmobil in zehn Minuten erledigt. Und äh, dann gibt es einen Austauschsatz. Dann muss man bloß noch die Patronen tauschen. Und das ist einmal im Jahr im normalen Campingverhalten äh, vollkommen ausreichend. Bei äh, Dauerbetrieb halten die bis zu 180 Tagen, sagt man. Dann sind sie natürlich ziemlich voll. Dann sollte man sie tauschen, bevor es Rückstau gibt. Äh, aber da ist genug Durchsatz oder für genug Durchsatz gesorgt, dass er da keine Angst haben müsst. Da gibt es keinen Rückstau, äh, wenn die Filter drin sind. Es passiert da überhaupt nichts. Es ist alles geprüft, alles geklärt. Und in der Nasszelle ist es auch so, habe ich jetzt heute äh, erst die Frage gekriegt, weil viele haben ja in der Nasszelle einen Auslass. Natürlich kann man den da rein tun. Äh, macht nichts, wenn da ein paar Tropfen Wasser drauf kommen. Das ist überhaupt kein Problem. Der trocknet wieder ab. Der funktioniert halt da tadellos. Aber nein, die Filter könnt ihr nicht auswaschen, das funktioniert nicht, weil wenn die nass waren, trocken der wieder ab, aber mit dem rauswaschen, den Staub in dem Fließ, der Fließ ist, ist so ein Wirbelfließ, so, so total verwirbelt, damit er natürlich auch den Staub festhält und den kriegt ihr mit blanken, Wasser aus diesen Filtern nicht mehr raus. Also da muss man wirklich neue Filter einsetzen. Also die, nur die Filterwatte da, die, die Patronen. Und das reicht da, wenn man das bei normalen Campingverhalten einmal im Jahr macht. Dann ist das auch vollkommen okay. So, jetzt ist doch wieder länger geworden. Ich habe es gewusst. Ich habe wieder zu viel gebabbelt. Jetzt sind wir schon fast bei 25 Minuten. Darum äh, machen wir jetzt auch hier Schluss. Ich äh, wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Ähm, wenn euch das gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen dicken Daumen von euch und natürlich über ein Abo. Da freuen wir uns auch riesig. Und ich wünsche euch alles Gute und viel Gesundheit. Und bis bald. Wir sehen uns. Macht es gut. Schöne Grüße aus Dingesbühl. Dankeschön. Ciao.